Heute ist ein ganz besonderer Tag. Und zwar sind die ersten Visitenkarten vom Herrn Metzenmacher heute angekommen. Und was es damit auf sich hat, das zeigt am besten er jetzt. Da habe ich mich drauf gefreut. Das ist was ganz Besonderes. Boah, sind die stark. Boah, das ist ja super geworden. Ja, genial. Ja, du musst fühlen, du musst fühlen. Boah, ist das schön. Warte, ich zoome mal hin, damit du die ruhig hältst. Die, wo ist das stark? Das ist ja total klasse geworden. Kannst du da mal so drehen? Wahnsinn. So, man sieht sozusagen die Retroart im neuen Gewand. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, war, als ich angefangen habe, war ich ganz dezent und schüchtern mit meinen eigenen Sachen umgegangen. Und wir haben am 13. März nämlich den Durchbruch erzielt. Und seit dem 13. März ist die Welt anders und ich kann dazu stehen, zu dem, was ich gemacht habe. Und Retroart gibt es tatsächlich seitdem. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mit einem der genialsten Grafikdesigner zusammenzuarbeiten, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und da gab es keinen besseren als Steven Canarius, der sofort... Ich werde ja ganz rot, ich werde scheiße, Mann. Das ist aber so. Der sofort verstanden hat, was meine Kunst ausmacht, worum es geht. Und deswegen freue ich mich auch auf diese Dinge, die dann noch in den nächsten Wochen kommen werden. Briefumschläge und Kuverts und Briefpapier. Und da können wir wollen wir mal kurz rüberschauen, eine kleine Preview? Hier sieht man sozusagen die fertigen Produkte und hier sieht man die Entwürfe. Und hier sieht man dann das Briefpapier in den unterschiedlichen Farbigkeiten, in der männlichen Farbe, in der weiblichen Farbe und in einer richtigen Retro-Farbe, sodass es dann totalen Sinn macht. Und so ist es wie in meinen Kollektionen dann auch, so spiegelt das Briefpapier genau das wider, wofür ich in der Kunst aufstehe. Dann. Und da freue ich mich total drauf, die Sachen werden in den nächsten Wochen dann kommen. Na gut, man muss ja auch sagen, dass es ja total Spaß gemacht hat. Ja, super. Weil ich jetzt sozusagen, kann man das so trinken? Ich hatte jetzt sozusagen Gestaltungsfreiheit auch, was ja total selten ist. Vor allem bei so einem Kunden. Also ich hatte am Anfang Angst, oh nee, arbeite ich für den, der Chefdesigner bei Puma, dann das Design, dann seine Bilder. Der meckert doch nur rum und will dann doch sein eigenes Ding. Aber muss sagen, ich habe die Entwürfe gemacht und nach einem Monat ungefähr habe ich sie gezeigt und... Also den Kunden wünschen, dass er sich darauf einlässt und ihm die Freiheiten gibt, dann wird das Resultat ein ganz geniales werden. Okay, jetzt reicht mit der Schleimerei. Wir beenden mal, wir kommen nochmal in 4 Wochen zurück.